Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, hallo, guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden, weil Melina mich geweckt hat. Sie hat mich mit Wasser übergossen und föhnt sich hier und weiß ich nicht was. Du warst schon wach, als ich dich mit dem Wasser... Ich war fast im Schlaf noch. Na gut, es ist jetzt ungefähr... Also hat gut getan. Wir haben so 9 Stunden geschlafen. Es ist jetzt so 11. Und wir beide wollen jetzt zum... Wo wollen wir hin? Na, bisschen in die City. Wie heißt es, wo du hin willst? Zum Buckingham. Da wollen wir beide jetzt hin. Ja. Das ist jetzt unser Plan und danach fahren wir zur Halle. So, bin jetzt bei Shake Shack Burger. Sydney sieht das Video. Dieser Burger ist 15 mal besser als In-N-Out. Es ist die Wahrheit. Das Einzige, was mich hier stört, jetzt schon, es gab in L.A. so eine geile Soße dazu. Die gibt's hier irgendwie nicht. Die wissen noch nicht, was es ist. Ich glaube auch nicht, dass der so gut ist wie in L.A. Digga, wie cool ist denn hier so eine Halle? Guck mal, die zocken hier einfach. Bisschen Tischtennis gegeneinander und da geht's auch zur Sache, das sage ich euch. Ich muss hier shoppen gehen. Ich bin jetzt hier mit Melina. Wie heißt der Laden hier? House of CB. Irgendein Laden anscheinend, den in der Frauenwelt sehr beliebt ist. Und ich mache der Frau jetzt hier ein Outfit. Also ich sag ihr jetzt mal, was gut aussehen würde. Freunde, ich lege mich hier so ins Zeug gerade. Ich glaube, die denken, ich bin Melinas schwuler Freund. Übrigens ist nichts daran, schwul zu sein. Leben und leben lassen, Freunde. Merkt euch das. Ich renne hier von Kleid zu Kleid. Sag, zieh das an. Zieh das an. Berate die Frau. Aber sie hört irgendwie nicht auf mich. Hat noch nichts genommen von mir. Aber ich mach weiter. Teilweise ist ja, da gibt's nicht mehr. Also das ist das Top. Das Top zu der Hose. Das ist geil. Das ist ja nichts. Ich finde das so geil, ne? Da kommen sie einfach ran und zocken auf den Sonntag. Hä? Da wird nicht gefragt, hey, wie geht's? Wie ist dein Name? Was machst du? Da erzählt nur die Platte und der Spieler. Zack. Weiter. Meter machen. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Das erste Mal, dass ich in England bin und die Sonne scheint. No joke. So, wir sind jetzt in der Location wieder mal angekommen. Sieht hier schon wieder sehr versuchtet aus. Ist eigentlich noch ein bisschen leerer als gestern. Da sind meine Jungs. Da sind meine Goldpferde. Ich hole euch mal rein. Nachher. Moin, passt. Also die Spiele gehen noch nicht los, sie üben gerade noch. Die sitzen, glaube ich, auch alle nebeneinander. Für die Leute, die es interessiert, so sieht das Team von Koray aus. 9, ihr dürft nur ein Icon haben, ne? 3. Achso, und die 10 als Icons? Ja, ja. Team of the Year Icons. Warte mal. Ich bin kein Rechtsverteidiger. Und deswegen spielt ihr Valverde auf, ja. RV. Sag nochmal, was ihr machen dürft. Wie, was wir machen dürfen. Das Team, die Achso, Restrictions. Ja, man darf 3 Icons. Ja. Ja, und sonst nur Champions-Karten und Hero-Karten. Sonst nichts. Keine, okay, ich verstehe. Und die Teams sehen fast alle gleich. Digga, du spielst den Mann, Samme? 80 Pace nur? Den Zocke? Gibt's keinen anderen? Es gibt noch Marquez, aber... Lol, Lucio ist gesetzt? Ja, Lucio safe. Welche Formation? 4-3-2-1? Ja. Ist das versuchtet hier. Versuchtete Sucht. Agabugo Jelly. Sehr gut, Eros. Es gibt sogar, unsere Jungs sind irgendwie auch auf der Stage. Dolmax spielt auf der Stage da hinten. Umut als Weltmeister auf der Hauptstage. Und ich weiß nicht, wer links spielt. Anders spielt links? Und hier kommen wir in die Macher-Area. Hier spielen nur richtige Leute, hä? Umut zum Beispiel. Bist du nervös? Nee, nicht nervös. Ne? Ja, wenn man WM-Finale auch schon geholt hat, dann juckt nicht. Bisschen Anspannung ist da. Ja? Anspannung immer. Ach, glaubst du, du hast... Okay. Ach, hier ist ja Frankfurt gegen Leipzig sogar. Ja. Ah, kracht. Hier haben wir die 3 Content-Creator. Männer. Ja. Wer wird's hier machen? Es bleibt wie bei gestern. Umut, sag ich. Umut. Ja. Du sagst Umut? Ja. Du musst eigentlich älter sagen. Eigentlich schon, ne? Umut. Hä? Guck mal. Hä? Was für? Was für? Dortmund. Guck mal, wie rot. Nein. Toll, Digga. Nee. Elders macht es natürlich auch. Der kommt auch weiter. Aber ich sag Umut. Wer ist hier der Beste? Wer der Beste ist? Dolin ist der Beste. Ach, du bist angeschlagen. Er ist krank. Ja, das reicht ich trotzdem. Ich bin bei 100%. Also. Wo ist denn Wolfsburg hier? Pipecue, ne? Ja, passt ihm.
Ich sag, Umut gewinnt. Ich sag, Umut gewinnt. Basti hat keinen auf dem Schirm, da kommt... Umut gewinnt, im Hotel. Na, und? Nein, er hat gesagt, ja, kann sein, dass Basti auf dem ersten Spiel raus ist. Alle verkaufen hier Riesenroller. Es sind einfach 15 oder 16 Deutsche hier von, ja, 32, die heute hier am Start sind. Da merkt ihr mal, wie hoch hier die Qualität ist von den deutschen Schwitzern. Hier haben wir Eldor kurz vor Turnierstart. Er spielt erstes Spiel gegen meinen Gewinner, also der Eligella Cup Gewinner. Esas, der Italiener. Erste Game. Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Das habe ich den anderen auch gesagt. Du bist ein wahnsinnig guter Spieler. Sag schön mein Programm. Aber du musst deine Fresse halten. Während, also wenn du, selbst wenn du erstes Spiel verlierst, Fresse halten. Wenn du im Rückstand bist, Fresse halten. Wenn du 2-0 führst und Gegentor bekommst, was machst du dann? Fresse halten. Genau. Mo, kurz vor dem ersten Game. Ich werde gewinnen, glaube ich. Sehr gut. Übrigens, Freunde, filmen jetzt hier nicht die ganze Zeit durch, weil ich die nicht abfacken will. Immer so vorm Spiel, nach dem Spiel, ein bisschen. Kommt drauf an, wenn die verloren haben, gehe ich denen jetzt auch direkt auf den Sack, erst später. Es wird sehr unchronologisch, ne? Es ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Wenn meine Macher-Cutter es hinbekommen, dann wird permanent eingeblendet, ab jetzt, wie die stehen. Die Regel nochmal hier, bevor es losgeht. 3 Wins sind sie durch und im nächsten Offline-Event, 3 Niederlagen ist over und dann sind sie raus. Für die E-Champions League. Im Hin- und Rückspiel wird zusammengerechnet. Jetzt ist Runde 1. Auch immer mal so ein. Bei Eldos können wir das auch machen. Eldos ist, können wir auch einblenden. Vielleicht auch immer so einblenden, wie viel die dann am Ende gespielt haben. Damit es hier einigermaßen übersichtlich wird, weil es wird ein bisschen wild. Und hier haben wir das geballte Böse in FIFA sozusagen. Wenn ihr auf die beiden Jungs in der Regional League trifft, dann könnt ihr loslassen. Dolan hat jetzt auch ein Interview als einer der Favoriten hier, für die, die es nicht wussten. Der Mann ist deutscher Meister. Amtierender deutscher Meister. Umut ist aber Weltmeister. Dolan hat ihn damals im Finale geschlagen, deutsche Meisterschaft im Finale. Umut wurde aber ein paar Wochen später Weltmeister. Also die beiden hier mit Anders sind so die drei, wo man sagt, einer von denen wird hier durchmarschieren heute. So, Mo. Ja, Junge, komm! Mo führt und Elders führt auch. Beide führen. 1-0. Gerade gemacht. Der Kora steht auf 0-0, Dolan ist da ganz hinten. Es ist unmöglich, euch alles zu zeigen, Freunde. Ich werde ab und zu mal reinschalten. Das war Moos 1-0 mit R9. Dolan liegt 2-1 hinten. Ich mache einen Meter. Mo führt 2-1. Guter Ball. Rübergelegt. Abschluss. Passen. Das soll anscheinend Meter sein irgendwie. Hohe Bälle auf Kohle drüberlegen. Tor. Girona mit der 4, Digga. Dass der Mann noch nicht die Nummern einstellt. Mo hat gerade einen Pass gespielt, ich schwöre. War mindestens 20 Meter abseits. Und sie hat sich richtig gefreut. Meinte, oh, guck, Eddie, guck. Digga, ich laufe hier die ganze Zeit durch die Gegend, ne? Dolmeck führt 3-2. Eldos 2-2. Mo führt 3-1. Da ist Melina, die versteht nichts. Und bei Corre, der ist da. Da stand auf jeden Fall 1-1 vorhin. Aber Freunde, ich kann eh nicht hier jedes Spiel euch zeigen, was abgeht. Ich werde euch ab und zu mal Ergebnisse einblenden. Das Wichtige ist das Endresultat nach dem ersten Spiel und das Endresultat nach dem zweiten Spiel. Und so ein paar Stimmen und so ein bisschen hier das Feeling mitnehmen. Die haben gerade voll Props gegeben anscheinend, EA, im Stream. Die haben so gesagt, dass unsere Jacken cool aussehen. Passt, unsere Jacken. Sehen cool aus und dass wir eins der besten Teams sind und dass der Boss hier auch ist. Hä? Haben sie gesagt, Elias ist hier, right? Der Boss ist hier, natürlich ist der Boss hier, weil ich meine Kohle brauche. Nice. Das passiert hier immer so viel, Freunde. Es ist nicht wie bei einem Fußballspiel, das ist ja alles aber schlimmer. 4-3. Ja, das ist wichtig. Ist aber Hinspiel. So, schön ein paar Ergebnisse rein. Musti, erstes Spiel. Wie war er? Coach? Musti ist Coach von Kohle. Ich muss sagen, Kohle spielt sehr, sehr gut. Er lässt seinen Gegner sehr wenig antun da vorne. Er kontert die ganze Zeit seinen Gegner. Sein Gegner kontert? Die ganze Zeit. Ich habe rüber geguckt. Die Torhüter sind übertrieben kacke, Digga. Ja, da geht ja alles rein. Mhm. Sagt denn der manchmal so aufs Tor steht? Bei Moments, manchmal kann sein, dritte Tor von Garzweiler. Echt? Ja. Also, Hinspiele. Kochel 1-1. Mo hat 4-3 gewonnen. Ich gehe mal zu Dolan. Kenneth, wie viel haben die gespielt? 3-4. Für? 4-3? Okay. Dolan 4-3 verloren. Bisschen in den Lauf. Wir machen weiter. Ernesto, wie viel hat Eldos gespielt? 2-2 erstes Spiel. 2-2, okay. Also, für die Jungs, unsere Jungs, 2-2 Eldos, 4-3 verloren Dolan, 1-1 Korei, 4-3 gewonnen Mo. Digga, guckt euch den mal an. Umut führt 5-0 im ersten Spiel. Im ersten Einzel-E-Sport-Spiel nach seiner WM 5-0. Na, ist krank. Eldos führt overall 3-2. Aber ihm geht gerade. Jawohl. Oh, warte, noch Meter.
Let's go. 4-2, Alter. Let's go. Da hab ich drauf. Digga, es steht gerade bei unseren dreien E-Sportlern von Focus bei allen unentschieden. Mo 5-5, bei Koray 3-3 und bei Doin 4-4. Also die Fallhöhe ist extrem hoch, weil es wird hier einen Gewinner geben. Im schlimmsten Fall geht es ins Elferschießen und dann wird es krank. So, bei Doin steht 4-4 Verlängerung. 4-4 Verlängerung. Tu es. Na, letzter Angriff. Oh, Elfmeterschießen in der ersten Runde. Oh Gott. Denkt. Alles gut. Alles gut. Ach, rechts. Schöne Sache. Mach ihn. Oh, Digga, das sieht aus wie bei mir in der Weekend. Oh mein Gott, Bro. Digga. Ja, war ich schon. Okay, warte. Jetzt halten, dann ist es unentschieden. Dann ist es unentschieden. Er muss halten. Oh mein Gott. So, Koray hat gewonnen, Mo hat gewonnen, Doin, Elferschießen verloren, bisschen im Loch. Ich bin gegangen als du, hier, 6-3. 6-3 gewonnen, Statement, kurz und knackig. Erstes Game, bisschen noch nervös gewesen. Ja. Wir gewinnen zweites Game, wie gut, passt. Mustafa. Sehr, sehr gut. Das ist mein Trommel. Das ist dein Trommel. Stylo, Mo. Bei 6-5, nee, bei 7-5 bin ich gegangen. 7-6? Ach du Scheiße. Ja, okay. Defensiv gibt's noch Verbesserungen. Egal, ist okay. Es haben fast alle gewonnen. Also Mo hat gewonnen, Eldos hat auch gewonnen, 8-5 oder so. Koray hat gewonnen, Doin hat leider verloren. Den frage ich jetzt erstmal nicht, Freunde, weil ich weiß, wie das ist. Wenn man in die Niederlage, muss man erstmal verarbeiten. Wieso sieht Eldos so aus, als wenn er verloren hätte? Eldos? Mhm. Ja. Du hast 8-5 gewonnen, du Vollidiot. Wieso siehst du so aus, als wärst du traurig? Pavlenka, sagst du? Dings da? Ja, ich weiß. Du hast 8-5 gewonnen, Eldos. Warum siehst du aus, als wärst du traurig? Hä? Erklär mal, warum Pavlenka. Ich wollte Pavlenka, dieses ruhig, was heißt das nochmal? Piano. Ja, scheiß drauf. Eldos, 8-5 gewonnen, erstes Spiel. Ich habe ein paar Tore gesehen, sah cool aus. Mit Rumskille und so. Bist ruhig geblieben, mach weiter so. Dankeschön. Jetzt könnte es krachen, weil viele haben gewonnen, ne? Erste Runde. Für die, die es interessiert, es spielen jetzt die Leute gegeneinander, die gewonnen haben und die, die verloren haben gegeneinander. Wenn man 1-0 steht, gegen jemanden, der 1-0 steht. Wenn man 2-0 steht, gegen jemanden, der 2-0 steht. Immer so weiter. Eldos macht einen konzentrierten Eindruck. Bleib weiter im Tunnel. Mach ich, Mann. Das ist Sebo, einer der Urgesteine aus Management im E-Sport. Hat mich damals mit Dennis zusammen von Focus, wie lange ist das her? 5 Jahre? 2018. 2018, unter Vertrag genommen bei Stark. Und jetzt hat er gerade Melina alles erzählt, was ich für ein Macher bin. Erzählt nochmal den Leuten, bitte, Sebo, erzählt den Leuten. Das hat sich super angehört. Cut. Nochmal. Er hat gesagt, eine Frequenz auf YouTube. Ja. Hat er gerade. Er war gerade super. Also, die haben mir gerade erklärt, wer gegen wen spielt. Kurzform. Mo spielt gegen Danny Football. Ein Italiener. Koray spielt gegen RVP. Der hat anders letztes Mal aus irgendwelchen Knockout-Qualifier rausgehauen. Eldos gegen Ferraro Pepe. Und Doin, gegen wen spielt Doin? Gegen wen spielt Doin? Ich weiß nicht. Doin wissen wir gerade nicht. Er sitzt hier auch doch nicht. Doch da. Er ist im Lock? Normal. Er spielt jetzt gegen jemanden, Doin spielt gegen jemanden, gegen der verloren hatte. Ja. Mo ist jetzt on stage. Anders ist on stage, der liegt ganz da hinten. Und da hinten. Ali gegen Lenny. Onstage, auch zwei Deutsche. Mo liegt 1-0 hinten. Dolmek führt 1-0. Das weiß ich. Ich laufe hier die ganze Zeit Meter. Runden. Und mach Meter. Jawohl. Ah, Mann. 1-1. 1-1, Mo. Ja. 3-0, Eldos. Der Mann ist am Meter machen. Der Mann ist on fire heute. Der spielt einen auf. Zweite Runde, wenn Eldos gewinnt, 2-0 und nur noch ein Win, dann hat er 3 Win-Matchbälle sozusagen, falls er das Ding hier gewinnt. Kleines Update. Koray führt 2-1 gegen einen der Turnierfavoriten.
Dolmaik führt 1-0, bei Mo steht es unentschieden, bei Eldos steht 3-1. Ja, da wird sich gleich ändern. Erst First Leg für mich, aber nicht so viel, Freunde. Update nach First Leg, alle Spiele sind durch. Mo 4-2 verloren, Dolmaik 1-0 gewonnen und Koray 2-2. Rückspiel jetzt bei Mo. Der Mann, sein Gegner, hat 4-2 gewonnen. Hat jetzt angefangen, Mo muss 2 Tore aufholen. Und hier haben wir auch einen guten Supporter. Goatsupport. Bei Dolin steht es 2-1 nach dem Rückspiel. Dolin hat Trabzon Sport Trikots an. Jetzt habe ich alles gesehen. Gute Firma. Oh, oh. Oh, no. 2-2. Nein. 4-4. Letzte Minute. Ach, scheiße. Egal, passt. Ist okay. Was ich passiert noch? Und Ellen. Oh. Let's go! Ich erschrecke mich hier immer so dran. Ablenken. Koray führt 6-4 gegen einen der Turnierfavoriten. Und wenn er das gewinnt, steht er 2-0. Let's go! Ja. Umut liegt hinten. Weltmeister Umut liegt hinten 5-4. Er hat, glaube ich, 3-0 geführt oder so. Ich sehe gerade, bei Eldos auch Verlängerung. 4-4, das könnte krachen. 2-0 wäre immer wichtig zu stehen, weil dann hast du 3 Matchbälle. Und der macht den Jubel, es ist ein Offline-Event. Sein Gegner steht direkt gegenüber. Digga, ich hätte so eine Krawatte. Das Schlimme ist, dass die Gegner halt, also es ist nicht schlimm, können die ja auch nichts dafür, aber die sind einfach direkt nebeneinander. Eldos Hinspiel mit 2 Toren Abstand gewonnen. Rückspiel jetzt 0-5. Also Eldos wird 1-1. Voll viele stehen jetzt 1-1. Ich habe die ganzen Ergebnisse. Koray steht jetzt 2-0. Er hat 2 Spiele gemacht, 2 gewonnen. Ich glaube, es ist der Einzige, der gewonnen hat. Mo hat verloren, steht jetzt 1-1. Dolin hat in der Verlängerung wieder verloren. Also er hat einmal in Elberschießen, einmal in der Verlängerung verloren. Steht jetzt 0-2. Wenn er noch einmal verliert, ist er raus. Eldos hat verloren in der Verlängerung. Steht jetzt auch 1-1. Und Umut hat auch verloren und ist im Loch. Und steht auch 1-1. Also stehen fast alle 1-1. Außer Dolin, er steht 0-2. Und Koray steht 2-0. Das ist der Stand. Koray steht 2-0. Wenn Koray jetzt gewinnt, ist er weiter. Top-Spieler. Top-Coach. Du bist Fatih Terim. Wenn Koray jetzt gewinnt, ist er weiter. Ja. Nächster Offline-Event. Er schafft das. Ja, natürlich schafft er das, Mann. Ich bin stolz auf dich, jetzt schon. Ich mach das schon. So, ich bin wieder unterwegs. Ich will gar nicht wissen, wie viele Meter ich heute schon gemacht habe. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis herum. Mo spielt jetzt gegen den Verbassen, steht 1-1, wie gesagt. Dolin und Koray spielen beide auf der Stage. Bei Dolin, wenn er verliert, ist er raus. Und bei Koray, wenn er gewinnt, ist er durch. Also 2 Differenzen. Halt euch ein bisschen auf den Laufenden wieder. Kein so guter Start für Eldos gerade das Game. Er liegt 2-0 hinten gegen den Mann. Die sitzen einfach genau gegeneinander und spielen. Das ist Fatih Terim. Fatih Terim und Koray steht 0-0. Dolin 1-0 Rückstand. Das ist so krass, Freunde. Ich kann hier natürlich nicht alles immer so filmen wie bei Fußball-Highlights, aber das ist unglaublich. Die treffen nur grün alle. Perfekte Player-Switches und also ich verstehe ja, was sie da machen. Das ist dann noch kacken. Guck mal auf so, diese Ballrolle vorher, also diese Kleinigkeit, diese Ballrolle. Ach, Digga, da geht mein Herz, mein E-Sport-Herz wieder auf. Sag ich ja so, wie das. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott, was ist das? Gianluca, es ist nichts fancy about that one. Grün. Also, und die stehen hier beide 0-2, ne? Also, unglaublich. Diese Spiel mit L1 schicken, hoher Ball und dann grün. Ach, geistkrank. Koray liegt 1-0 hinten. Koray 1-0 hinten gegen Danny Pippel. Der hat auch schon gegen Mo gewonnen. Der Gewinner aus dem Game ist durch. Aber es ist First Leg nur. 1-1. 1-1. Gerade gesagt, direkt später Tor. Clever. That's really clever from Dolomite. Oh mein Gott, was ein Tor, ich hab's nicht richtig drauf. A moment of magic. 2-2. Die Kommentator machen es aber cool. Guck mal hier. Diese hohen Bälle, ne, das ist unglaublich ekelhaft. Your only second leg, this is only the first leg. Someone will be.
Eliminated. Valverde can try his best there, Cardi. Oh no, it does well. Done, Mike. 3-2, stark. Ja, wa? Was ist das für eine Drecksballername? Gozo, 3-2. Ich sag euch, das ist, dieses 0-2 ist nicht so schlimm. Wenn man gewinnt, steht man 1-2 und vielleicht spielst du gegen jemanden, der von, keine Ahnung, 1-1 nochmal verloren hat und keinen Bock mehr hatte. Und dann steht man 2-2 und dann Entscheidungsgame. Glaub mir. Das liegt 4-0 zurück, Leute. Erstes das heißt, Spiel. Naja. Das heißt, er wird auch 1-2 gehen. Wir lassen los bei Eldos. Da gibt es gleich kein Update mehr. Aber Eldos wird 1-2 stehen wahrscheinlich. Rückspiele haben angefangen. Kurey 1-1. Also ja, doch. 1-1. Rückspiel jetzt. Doin 4-3. Und ich gehe mal kurz rüber zu Mo. Bei Mo steht 5-3 für den Gegner. Und der steht Oboa 1-1. Warte mal. Schade. Doin, 5-3. Richtig krankes Tor sogar. Das ist übrigens ein Nachtritt in der E-Sport-Version. Man kann den Jubel nicht skippen. Das Tor. Man muss sich das nochmal angucken, aber war krass gespielt. Zack, 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 boom. Schöne Sache, 5-3. Schlechte Neuigkeiten, auch wenn ihr es nicht richtig seht. Korea liegt 2-1 hinten. Es sind noch so 14 Ingame-Minuten zu spielen. So, dritte Runde zu Ende. Ich habe alle Ergebnisse. Also Mo hat verloren, leider. Korea hat verloren, leider. Eldos hat verloren. Und von unseren Jungs hat gewonnen, so gesehen, Umut. Es war, gehört nicht zu Fokus, aber es ist mein Dreh. Und, Digga, die ganzen Namen. Und Dullmike hat auch gewonnen. So, das heißt, folgender Punktestand. Mo steht 1-2, Eldo steht 1-2, Dullmike steht 1-2, Umut steht 2-1 und Korai steht 2-1. Das sind die Standings. Also ich denke, die nächste Runde wird einer rausfliegen. Drei von denen könnten jetzt letztes Game haben. Bei drei Niederlagen ist man raus. Und ich glaube sogar, die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal so gering, dass sie gegeneinander spielen. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sonst auch immer. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze, ne? Ich weiß nicht, wie Atta das hier schneidet, aber ihr solltet das eigentlich sehen. So unten rechts sollte immer so ein Bild stehen, wie die gerade stehen. Dass ihr die ganzen Ergebnisse nicht nachvollziehen könnt, das weiß ich schon. Aber es geht ja um die Hauptmessage. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier, dass ich euch auf so ein E-Sport-Event mitnehme. Mir macht es sehr viel Spaß. Ist mein E-Sport-Club, deswegen fühle ich das alles auch noch mal viel, viel mehr. Ich supporte die Jungs. Es ist voll geil, hier mal auch wieder da zu sein und bin immer gerne bei sowas. Letztes Mal war ich ja auch in London. Das war vor 2,5 Monaten und jetzt wieder und gerne auch oft in der Zukunft. Deswegen müssen sie sich aber qualifizieren. Ich hoffe, dass einer sich wenigstens qualifiziert. Dann wäre ich schon mal Top 32 safe. Digga, es ist so geisteskrank. Wie viel Pech habe ich denn? Ich wollte ein Ei legen und wollte vorher hier alles sauber machen und das Klo ist verstopft jetzt. Das kann ich nicht kacken. So, Korea liegt 2-1 hinten. Nächster Matchball. Ich spiele gegen den E-Sporter von Frankfurt. Bullen führen. Ja! 2-0. Stark. Schöne Sache dort. Spielt gegen den Wolfsburg E-Sporter, Pipeco. Falls du irgendwie gewinnt, 2-2. Ja, sorry, da wurde Eli Jello auch gerade gefragt, ob ich ein Interview geben will. Hab ich ganz trocken gesagt, no, thank you, but I don't want. Nee, will ich nicht. Gib mir erstmal mal vernünftige Spieler. Kannst du das verstehen? Ein paar gute Spieler in Packs. Mal hier Anfangsglück, mal ein bisschen Glück auch im Elferschießen. Dann gibt's auch ein Interview. Kurze Zwischenstand. Mo 1-1, spielt gegen Hansa Rostock, ist Sportler. Dolmek habe ich euch vorhin da hinten gezeigt. Eldo spielt gegen Lenzmann, gegen Lenny. Und Corey hat wieder Matchball, habe ich euch gezeigt. Das sind die vier Games. Und bei Umut weiß ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Aber der kommt eh weiter, der Dummkopf. Falls es jemand interessiert, Anders führt, also steht 3-0. Und jetzt macht er gerade das, also spielt zum 4-0, führt 3-1 und die Jubel kommt immer wieder. Ich finde das so krank. Kurze Info. Dolmek Mike liegt 4-3 hinten, erste Game. Mo liegt 3-2 hinten, erstes Game. Eldos führt 4-2. Umut hat 4-2 verloren. Wegen ihm. Wegen mir? Wegen ihm. Ganz bestimmt nicht, Junge. Aber Korai hat auch verloren. Ich glaube auch 4-2. Digga, die haben mich einfach gerade einfach so random gefilmt. Ich war so mit Melina, die filmen mich so, ich stehe so auf, ich gehe so weg, ich sage, ich will nicht. Dann so, yeah, the broadcast. Ich so, no, I don't want broadcast. Und dann sind die mir hinterhergelaufen, ich so, nee, ich will nicht. Ey, du hast im Loch. Er hat 4-2 geführt, steht jetzt 5-4 für Lenny. Er muss ruhig bleiben. Boah, der Verlierer aus dem Game ist raus. Ey, du hast 5-5, ey, du hast.
5-5. Aber hier ist extrem ruhig. Eidos hat gerade das 5-5 gemacht im Dings da, in einem Spiel, wo er rausfliegen kann. Kann more be a person there that could get back into it. Great defending there so far from Henning. But the danger still is there. Maintain that position. Well, still trying to find that space. Nochmal. Koray muss loslassen in den Game, er liegt 5-1 hinten. Also von 2-0 auf 2-2. Er hat noch ein Matchball. Das ist so der härteste Trümmerbruch, den es gibt. Von 2-0 auf 3-2 rein theoretisch, wenn das passiert. Ja, ich sag ja nur für die Zuschauer die Option. Romo. 3-3. Mo hat ihn. Stylo gibt da gute Anweisungen. Geiler Ball. Auf 2. Zack. Schieb einen lang. 6-5 für Dulmeck. Da ist der Creator von Wolfsburg. Einer von uns beiden wird rausfliegen. Was ist da gerade passiert? Ja. Hören Sie auf, mich zu filmen, bitte. 7-5 für Dulmeck. Das sieht nicht gut aus für Mo. 6-4. 6-4, 20 Minuten. Hier ist noch was drin. Mo muss 2 Tore schießen in 20 Minuten, sonst ist er raus. 6-5. 6-5, Mohammed. 6-5, er braucht noch ein Tor. Und ich glaube, ihn geht jetzt die Pumpe. Noch ein Tor, dann wäre er unentschieden. Ey, du hast 7-6 gemacht. Das ist so geil, wie die sich freuen. Mo ist leider rausgeflogen. 6-5 im Entscheidungsspiel, damit mit 1-3 raus. Wieder Phoenix aus der Asche, von 0-2 auf 2-2. So muss. Jetzt Entscheidungsgame, wenn du gewinnst, bist du weiter. Ja, genau. In der K.O.-Phase. Es gibt ein paar, die hier 2-2 stehen. Korey hat übrigens auch verloren. Der steht jetzt auch 2-2 und Eldos wird gewinnen und steht dann auch 2-2. Ich gebe euch gleich die Ergebnisse durch, wer gegen wen zockt. Also, ich habe mir von allen die Ergebnisse geholt. Umut hat verloren, steht jetzt 2-2. Korey hat verloren, steht jetzt 2-2. Eldos hat gewonnen, steht jetzt 2-2. Und Dolmeik hat gewonnen und steht jetzt 2-2. Die vier haben jetzt ein Entscheidungsspiel. Gewinner kommt weiter, Verlierer fliegt raus. Mo ist leider rausgeflogen. 1-3 steht er jetzt, ist damit raus. Und hier kracht's auch. Ja, es ist wirklich, die sind alle so gut und verschwitzt hier, das ist geisteskrank. Ja, also es gibt gar nicht, ich denke, dass die gegeneinander zocken werden, ein paar. Letzte entscheidende Runde, Eldos. Du wirst das packen. Alle stehen 2-2. Ist noch nicht klar, wer gegen wen spielt, ne? Ja, aber man kann nicht denselben spielen. Hast du schon, kannst du gegen einen vom Vogel spielen? Ja, Bullen, Korey. Ach du Scheiße. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ali, es wird jetzt geisteskrank. Jetzt wird's wirklich ekelhaft. Die Gegner sind da. Korey spielt gegen Mert. Eldos, gutes Bild übrigens, Eldos. Was haben die denn da für ein Bild von dir genommen? Gegen Stranger. Umut gegen Henning. Das heißt, es hätte Umut gegen Mo gezockt. Dolan gegen Frankfurt E-Sport. Ne? Hier haben wir die Coaches. Stylo. Mo rausgeflogen. Ja. Woran hat's gelegen? Defensive, ganz einfach. Er hat voll viele Tore geschossen, ne? Aber er hat halt mehr kassiert. Wenn du in jedem Spiel Matchup 7 Tore kassierst, dann kannst du es irgendwann nicht aufholen. Auch wenn du 5-6 Tore schießt, reicht am Ende nicht. Das ist ein bisschen bitter. Und dann auch noch viele Chancen liegen lassen, muss man sagen. Ja, aber er ist sogar gut zurückgekommen auf 6-5. Ja. Aber na gut, 1-3. So aber ist wenn es. In jedem Spiel in Rückstand gerätst, ist das irgendwann einfach zu viel. Dann musst du ein. Ach, ist er immer im Rückstand gegangen? Ja, immer. Oh Gott. Mustafa, sehr du musst jetzt dahin, du gehst da gleich rüber und machst ihn, du musst ihn hochpushen. Er spielt gegen einen Mann, Fatih Terim. Er spielt gegen einen. Er spielt gegen Ayman von Frankfurt. Mert. Nein. Nee, gegen... Deutsch gegen Ayman. Ach so. Und meiner spielt gegen Mert. Gegen Mert? Du musst Fatih Terim sein. Fatih Terim muss da sein. Du musst ihn jetzt aufpushen. Muss da sein. Du musst ihm sagen, ein Game kann alles. Ich sag's dir auch nochmal. Ich sag's dir auch nochmal, aber off-street, off-cam. Weil ich will nicht immer hier mit Kamera reinhalten. Ich bin Imperateur. So nennt man Fatih Terim. Oh Gott. Korey, du schaffst das. Du wirst das packen. Scheiß auf die. 2-2. Wer ist dein Gegner? Ist der gut? Mert. Kann der was? Ja. Mein türkischer Kamerad. Ich glaube an dich. Du machst. Bleib ruhig. Egal was passiert, immer ruhig bleiben. Mach ihm, sag ihm das auch nochmal. Im Game. In den Game. Ruhig bleiben. Das ist das Allerwichtigste. So, Freunde, es geht jetzt los. Entscheidungsspiel von Korey. Seeding ist nicht so wichtig. Also, wenn man 5-0 geht oder 3-2, das ist am Ende ist nicht so krass wichtig, oder? Ist egal. Ja. Das ist kein Vorteil dadurch. Nicht wirklich. Also, weil so Kranke auch schon 3-2 gegangen sind. Oh, nein.
Oh mein Gott. Komm, nein. Oh, du Scheiße. Bei Umut steht es 1-1. Bei Eldo steht es 1-1. Bei Korey ist unentschieden. Und bei Dolmaik ist unentschieden. Bei allen ist unentschieden. Dolle? Nee. Oh, hier passiert echt wenig in den Gelben. Man merkt, die haben beide Angst. Letztes Spiel des Tages. Korey hat 1-1 gespielt und Dolin hat 2-2 gespielt. Beide Spiele unentschieden. Hä? Hey, was hat das für ein Tor? Mach weiter so, EA Sport. Hast du das Tor gesehen? Nee. Digga, guck dir das Tor an. Ich war am Beten. Guck mal, fand das an. Na gut, Edwin. Komm weiter, so. Ist das geisteskrank. Das ist ein guter Stranger. Ach, geil. Ich war schon weiter. 2-2. Korey liegt. Hätten sie 3-2. Komm. Komm. Nee, oder? Nein. Oh mein Gott. Korey ist rausgeflogen, Freunde. Da hat's gekracht. Ich muss sagen, dass das sehr bitter ist für ihn. Weil der Mann hat 2-0, also 2 Matches gehabt, er hat 3-mal in Folge verloren. Und das ist so die bitterste Konstellation, die es gibt. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Defense back. This goes offside, but rude. He links the play. Yaya Toure back defending. Coming forward with Dolan. Digga, das ist sein Ernst. Das ist sein Ernst. Dolan Mike coming forward. David Ginola, step over, it's twisting, turning. What on Didio! Stark. 4-4. Mach Meter, Dolan Mike. Mach Meter. Good beat away here. What a block with the keeper. He got it, he made it with the goalkeeper. So what you see there, he slightly steps out with the ass. And he goes through one on one. Is he going to move the keeper? Is he going to shoot the near post? Dolan macht ganz all these questions might start to rear their head if the opportunity arises. Dolan Mike with Alan Wyran. Step in. Past the defender. Just can't quite. Yeah, Toure. It's a very, very deep defence. Yes. From Eamon. Yes. Oh. 10 white shirts behind the ball. Ronaldo. Lacroqueta into Hullett. Can he create something? Hullett. Again. Step over. Yeah! Step over. It's all over. She's back. That's it. Dolan Mike. She's back. Yeah! Basically, so much adversity. He was 0-2. Digga, er stand 0-2 und ist noch Quali gegangen. Auf 3-2. Das ist wichtig. Der einzige vom Fokus. Morley rausgeflogen. Korey leider rausgeflogen. Dolan ist der Dritte, er hat es aber geschafft. Dolan ist in der Top 16. So, ich habe die finalen Zahlen, offiziell. Also, hört mir genau zu. Mo ist mit 1-3 rausgeflogen. Ja, jetzt, warte, lass mich kurz überlegen. Eldos ist mit 2-3 gerade eben rausgeflogen. Der Arme, tut mir leid, ist nicht weiter, war sein erstes EA-Offline-Event. Aber er kann trotzdem stolz auf sich sein, wie alle hier, weil hier waren die Top 32 aus Europa, aus der einen Region. Was schon krass schwer ist, überhaupt hier hinzukommen. Also es gibt so viele, die sich auch nicht mal qualifiziert haben und das Niveau ist hier brutal hoch. Korey ist leider rausgeflogen mit 2-3. Er hat halt, ja, habe ich schon gesagt, 2-0 geführt halt. Hatte drei Matchbälle, hat alle drei verloren. Schade, Korey, aber wir sind trotzdem froh, ihn natürlich bei uns zu haben. Ein sehr, sehr talentierter Junge. Dann ist Umut weiter mit 2-3. Amtierender Weltmeister ist jetzt auch wieder in der Top 16. In April geht's weiter in London. Und Dolan Mike ist von 0-2 auf 3-2 gerutscht und hat damit ein Glück Fokus in die Top 16 nach Europa gebracht, was sehr, sehr wichtig ist. Im April ist das, wie gesagt, da wird die Top 8 ausgespielt und dann dort. Später gibt es ein Finale und zwar in Istanbul, wie das richtige Champions League Finale. Und ich glaube, Preisgeld sind 75.000, also der Gewinner kriegt 75.000. Ich glaube, das waren die ganzen Infos. Ich habe mein Bestes getan, Freunde. Ich bin hier rumgerannt, ich habe mitgefiebert, ich habe mit meinem Team natürlich auch mitgefiebert. Bin sehr froh, diesen E-Sport-Bereich auch zu haben, das ist so geil, auch wenn man wieder hier ist. Wir gehen jetzt noch was essen,
lasst schon mal jetzt ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan gemacht habt. Ich versuche die Jungs ein bisschen aufzubauen. Ihr braucht doch nicht kommen mit, oh mein Gott, oh, die sind rausgeflogen. Das ist so, als wenn ihr sagt, oh mein, die sind in der Champions League K.O.-Phase ausgeschieden. Es ist so schwer, hier hinzukommen und wir sind auf alle stolz. Sind natürlich auch stolz auf Dolmek, dass er uns in die Top 16 gebracht hat. Wir sind jetzt im Hotelzimmer. Wie erwartet sind die alle sehr im Loch, Freunde. Die sind alle sehr angefressen. Melina und ich gehen jetzt essen. In so einem Laden hat uns Kai Havertz empfohlen und Timo Werner. Beide haben uns den empfohlen. Ich habe beide angeschrieben und habe gefragt, welche Läden die empfehlen können. Die hatten ein paar Diskrepanzen, aber dieser eine Laden haben sie beide genannt. Da werden wir jetzt hingehen, ich nehme euch mit und wir lassen den Abend nochmal ausklingen. Darf ich dir einmal was fragen? Ja. Bin ich die Einzige, die sich in solchen Läden so richtig fehl am Platz fühlt? Jetzt mal ehrlich, kennt ihr das, wenn man in so fancy Läden ist? Ich fühle mich da voll fehl am Platz. Ich weiß nicht warum. Das ist eine Erfahrung, so ein Laden. Ja, Essen ist mehr als nur Essen. Es ist eine Erfahrung. Merkt ihr das? Fahren da jetzt hin, 40 Minuten. Ich liebe so diese familiären Restaurants, wo du einfach nur das Essen isst, was sie da gekocht haben. Einfach auf dem Teller. Das klingt, das ist ja auch cool, aber ja, wir gehen da jetzt. Ja. So, Freunde, das war's vom Vlog. Wir waren gerade essen, da habe ich nicht gefilmt. Melina und ich haben nochmal einen schönen Abend miteinander verbracht und ich fand, das hat nicht ganz gepasst, weil heute fast nur E-Sport war und ich wollte es nicht vermischen, weil ja gestern schon so dieses Essensmäßige war. War sehr, sehr cool, wie ich fand. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ich es noch nicht getan habe, Freunde. Kuss geht raus für über 1 Million Abos. Da habe ich mich noch gar nicht mal so bedankt gehabt und dass es weiterhin so doll nach oben geht. Demnächst vor den 1,2 Millionen. Geht gerne ein Abo da lassen. Lasst ein Like da. Das war's vom Vlog. Und lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gut. Und das war's von uns, Freunde. Ich bin stolz auf meine E-Sportler. Bin stolz auf Fokus. Und wir sehen uns wahrscheinlich im April wieder in London. Ich bin auch stolz auf Fokus.